Heute stelle ich euch wieder ein Buch vor, was ihr gewinnen könnt, einer von euch, was um ja wieder dieses Selbstfinden oder einfach dieses Geschichten aus dem Leben sind. Und solche Bücher mag ich ja besonders gerne. Und es ist ein wildes Durcheinander, viele Auf und Abs und ich bin gespannt, wie ihr es findet. Marsch ist im DTV Verlag im September 2019 erschienen, hat 336 Seiten, kostet als Taschenbuch 14,95 € und als E-Book 12,99 €. Unsere Geschichte spielt in New York in einer Schauspielschule und gerade steht die Abschlussprüfung bevor. Wir haben 5 Freunde, die dabei natürlich auch mitwirken und im Buch ist so ein kleiner Countdown von über 100 Tagen, bis diese Abschlussprüfung, zu Ende ist. Die Geschichte wird aus den unterschiedlichen Perspektiven der 5 Freunde erzählt, was ich sehr abwechslungsreich finde und an Büchern sowas von liebe, erst recht in so einem Genre, weil man dadurch einfach die Charaktere viel besser packen kann. Jeder der 5 Freunde trägt Probleme mit sich rum, Verletzungen, also körperliche Verletzungen, Leistungsdruck, Drogen, Liebe, was die richtige Entscheidung ist. Und das bekommen wir ja alles mit und davon sind einige Schauspieler selber, einige führen auch einfach nur Regie. Und man bekommt einfach super viele unterschiedliche Stimmungseindrücke. Während einige total euphorisch sind, sind andere total niedergeschlagen. Und es ist einfach ein ziemliches Auf und Ab, was man in diesem Buch erlebt. Und ich finde es super, super interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten so zusammenfassen soll. Es sind einfach super süße Alltagsgeschichten und Liebesgeschichten, mit denen sich so jeder ein bisschen identifizieren kann. Und solche Bücher liebe ich, wie gesagt. Ich habe ja schon einige in diesem Adventskalender vorgestellt. Solche Bücher liebe ich einfach über alles, weil es einfach so real ist, so nah an der Realität. Und wenn ihr solche Bücher liebt, also solche Romane, dann macht gerne bei dem Gewinnspiel mit. Erstmal kommt jetzt die Hörprobe und gleich erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um das Buch zu gewinnen. Eine Hörprobe aus You in 5 Acts. Akt 1. Joy. 6. Januar, noch 127 Tage. Pas de Kourou, Tombe, Manège de Pépique Pirouette. Immer wieder gehe ich die Schrittfolgen im Kopf durch, eine nach der anderen, wie U-Bahn-Waggons in einem endlosen Tunnel. Jede Bewegung, Drehung, jede Beinstreckung, jeder Ellbogen und jeder einzelne Wirbel haben in jeder Sekunde am richtigen Platz zu sein, und zwar auf den Punkt. Ich muss eine Spitzenleistung erbringen, und zwar wortwörtlich auf der Spitze. Und dabei so leichtfüßig wirken, als würde ich schweben, obwohl meine Füße sich nach jeder Probe wie Ziegelsteine anfühlen. Es ist ein ständiger Kampf, den wir gerne mit mehr oder weniger lustigen Witzen überspielen. Sie passt gar nicht auf. Durch meinen Schal spüre ich, wie Liv mit ihren dünnen, eiskalten Fingern auf meinen Nacken tippt. Ich höre dich lachen. Was? Liv hat mich aus meinem Tagtraum gerissen und in die Wirklichkeit zurückgeholt, in die gnadenlose Januarkälte. Mein Atem tanzt als Wolke vor meinem Gesicht. Wir kauern an unserem Stammplatz beim Revsonbrunnen. Obwohl der Marmor so kalt ist, dass man jedes Gefühl unterhalb der Taille verliert, sobald man sich setzt. Liv und Ethan machen sich immer über meine Liebe zu diesem Brunnen lustig. Ich mag eben weder den Hof noch die Stufen oder die Uhr oder die anderen normalen Treffpunkte. Nur du verstehst als Einziger, warum ich zum Brunnen gehen will. Gehen muss. Dort können wir unsere erschöpften Beine auf den Jacken ablegen und die hohen Betonsäulen der Avery Fisher Hall betrachten, die das zerbrechlich scheinende Glaskonstrukt käfigartig umfangen. Dahinter, tief im Inneren, schlägt das Herz des Gebäudes. Das Ballett. Er ist da, seufzt Liv und dreht mit ihren Händen meinen Kopf in die gewünschte Richtung. 2-3 Tage zu spät, aber das merkt ja keiner. Liv hat ihn natürlich zuerst gesehen. Sie spürt immer, wenn sich ein anderer schöner Mensch in ihrem Umkreis befindet, als würde sie über einen eingebauten Sensor für Sexiness verfügen. »Komm mal wieder runter, so berühmt ist er nun auch wieder nicht«, spottet Ethan und späht durch seine Brille über den Hof. »Er hat im Grunde nur in einem einzigen Film mitgespielt, und das vor 6 Jahren. Ich weiß nicht, warum bei ihm alle so ausflippen.« Obwohl die Janus Akademie mitten im Lincoln Center und damit ganz in der Nähe berühmter Schauplätze liegt, hat bisher noch kein Star hier studiert. Es gibt zwar viele berühmte Alumni
und sogar ein paar Lehrer, die früher richtig große Namen gewesen sind. Aber die Studenten sind, ganz unabhängig von ihrem Talent, alle gänzlich unbekannt. Bis auf Dave Rhode. Es regt Ethan auf, dass alle nur noch wegen Daves plötzlichem Wechsel zu uns in zwei fortgeschrittenen Semestern sprechen. Niemand redet mehr von dem Stück, das Ethan extra für unseren Auftritt entwickelt. Es ist kein Geheimnis, dass er sich für den Star im Theaterstudiengang hält, obwohl er erst im zweiten Jahr vom Schauspiel zum Regiestudium gewechselt hat. Ja, der ist ein ganz normaler Typ, sagst du trocken. Du sitzt neben mir auf dem eisigen Marmor und zappelst unruhig mit deinen Füßen, die in den ausgelatschten Converse stecken. Doch dann springst du vor mir auf den Boden und streckst mir eine Fritte entgegen wie eine langstielige Rose. Komm, du musst was essen. Beim Grinsen glitzern deine Augen unter den strubbeligen dunklen Locken. Ich esse doch, protestiere ich und inspiziere mit flauem Gefühl meinen leicht zerdrückten Putenspinat-Wrap. Angesichts der Übelkeit, die mich schon den ganzen Tag quält, bekomme ich kaum ein bisschen hinunter. Du hingegen kannst dich nur von Junkfood ernähren und trotzdem noch all in Grund und Boden tanzen, mich eingeschlossen. Das macht mich wahnsinnig. Du zuckst mit den Schultern und wirfst dir die Fritte in den Mund. Ein ganz normaler Typ, der Angelina Jolies Sohn gespielt hat, entgegnet Liv. Hat er nicht sogar einen Golden Globe bekommen? Pas de Coureau, Tombe, Manège de Pique, Pirouette. Das Vortanzen, das wahrscheinlich über meine gesamte Zukunft entscheiden wird, beginnt in 3 Stunden. Nein, ruft Ethan. Er war für einen Golden Globe nominiert. Das heißt gar nichts. Das ist alles ein Riesenzirkus. Ihr braucht wohl ein Hobby, lachst du, während du deine fettige leere Tüte zerknüllst. Dann legst du deine Hände auf mein Knie. Und du sollst dich entspannen. Du schaffst das schon. Zur Abschlussvorstellung kommen wichtige Geschäftsleute und Vertreter der größten Ensembles des Landes. Wenn ich das nicht gut mache, bekomme ich keine Rolle mit namentlicher Erwähnung. Und wenn ich nicht namentlich erwähnt werde, wird mich niemand wahrnehmen, sodass ich meine angestrebte Karriere als Profitänzerin wohl vergessen kann. Damit wären die letzten 10 Jahre meines Lebens pure Verschwendung gewesen. Mann, erinnerst du dich noch an den Monolog im Krankenhaus? Fragt Liv, der dich gerade nicht beachtet. Sie streichelt Ethan übers Gesicht, wodurch seine von der Kälte geröteten Wangen noch röter werden. Ich werde für immer mit dir zusammen sein, flüstert sie mit betont tragischem Gesichtsausdruck. Dann lacht sie laut los. Du wirst immer verrückter, sagt Ethan, sieht sie aber bewundernd an. Ich beiße in meinen geschmacklosen Wrap. Auf der anderen Seite des Hofs, am Eingang zum Metropolitan Opera House, stehen Dave und Miss Hagen, die Leiterin der Theaterabteilung. Mit seiner einfachen Strickmütze und dem dünnen grünen Kapuzenpulli scheint Dave heftig zu frösteln. Der Typ sollte sich einen vernünftigen Mantel besorgen, denke ich, und spüre ein Flattern in meiner Brust, das wenigstens dieses eine Mal nicht durch pure Angst gespeist wird. Bin ich in diesen Dave Rhode verknallt? Ich weiß nicht, es ist vielleicht eher eine Art Neugier. Verstärkt durch die Tatsache, dass er aussieht wie eine Kreuzung aus griechischer Statue und einem mit besonders sinnlichen Lippen ausgestatteten Boyband-Mitglied. In einer Abschlussklasse mit 125 Studenten, von denen 70% weiblich sind, fällt jedes neue Y-Chromosom natürlich sofort auf. Außerdem dürfen sonst nie Studenten mittendrin an die Janus wechseln. Die Schule ist in den 70er Jahren von der steinreichen Kunstliebhaberin Roberta Ziegler gegründet worden. Die Inschrift auf dem Marmorblock in der Eingangshalle zufolge will sie den Weg zu kultureller Größe demokratisieren. Deshalb ist das Studium hier umsonst. Wir zahlen weder Studiengebühren noch Materialkosten und sogar die Spitzenschuhe, die $80 je Paar kosten und nur 1 bis 2 Tage halten, werden uns gestellt. Und Talent ist das Einzige, worauf es bei der Bewerbung ankommt. In jeder Klasse gibt es nur 25 Studienplätze pro Hauptfach und man kann sich nur einmal jährlich im Frühling bewerben. Ohne Ausnahmen. Niemand weiß, weshalb Dave eine Sonderbehandlung erhalten hat. Liv dreht sich zu mir um, als könne sie meine Gedanken lesen. Übrigens, ich habe heute früh im Büro der Krankenschwester seine Medizinakte gesehen. Er ist 1,86 groß, wiegt 73 Kilo und hat keine Geschlechtskrankheiten. Sie holt eine Mini-Karotte aus einem der Gefrierbeutel, die sie stets dabei hat, und beißt die Hälfte ab. Ich kenne Liv gut genug, um Folgendes zu wissen. A. Ich habe seine Medizinakte gesehen. Heißt, ich habe den Aktenschrank durchsucht, als die Schwester nicht da war. Und B, Liv will mich mal wieder verkuppeln. Sie tut das richtig gern. Erst versucht sie, mich mit jemandem zusammenzubringen und dann wirft sie mir vor, ich mache nichts daraus. Die gefällt das nicht. Du sagst mir immer,
Ich soll mich von ihr nicht länger wie einen Problemfall behandeln lassen. Aber du verstehst nicht, wie lange wir uns schon kennen und dass ich ihr ebenfalls helfe. Liv redet nur viel lauter darüber. Aber sie ist eben die Schauspielerin. Da ist das Dramatisierende nun natürlich. Meine Frage ist, weil es ja in Richtung Schauspiel geht, was ist euer Lieblingstheaterstück, euer Lieblingsmusical, vielleicht auch Lieblingsfilm, den ihr gerne geguckt habt, wegen den Schauspielern? Jetzt nicht unbedingt vielleicht wegen der Story, sondern einfach, weil ihr sagt, den Schauspieler finde ich toll aus den und den Gründen. Und deswegen finde ich auch den Film ganz nice. Also quasi auch die Person dahinter betrachtet. Bei mir zum Beispiel ist es aktuell ReWars. Ich verfolge den Ian Somerhalder schon was länger und er hat dort ja auch Regie geführt, ist Producer und tatsächlich selber Schauspieler. Die Serie bin ich nicht so ein Freund von. Ich habe mir davon mehr erwartet, aber ich habe sie mir angeguckt, unter anderem, weil ich einfach ihn verfolge und diesen Menschen toll finde, mit was für einer Leidenschaft er sein Leben gestaltet und Dinge in die Hand nimmt. Und sowas in die Richtung erhoffe ich mir unten in den Kommentaren von euch zu finden. Bis 23:59 Uhr geht das Gewinnspiel und dann drücke ich euch die Daumen. Bis morgen!